Liebe Isa, liebe Tamara, herzlich willkommen und schön sind ihr da bei Digital Heroes Live. Ich freue mich riesig, heute mal ein anderes Thema dürfen kennenzulernen, nämlich das Thema Sexari. Und was ein Sexari ist und wer ihr seid, das könnt ihr am besten selber gut erklären. Liebe Tamara, liebe Isa, herzlich willkommen. Wer sind ihr und was macht ihr genau? Ja, danke vielmals. Ich glaube, ich starte kurz. Ich bin Isa. Ich bin Safari-Guide und Safari-Unternehmerin in Botswana und im südlichen Afrika, also auch Südafrika und Namibia bieten wir an. Und ich glaube, Sexari erklären wir es nachher. Tamsi, willst du kurz sagen, wer du bist? Ja, sicher. Danke vielmals, dass ich kommen darf. Ich freue mich auch sehr. Ich mache selber auch einen Podcast, der heisst «Was bringt's?». Das ist ein Hobby von mir. Und ich bin angehende Sexologin. Und darum sind wir auf das Thema gekommen, mit Sexari. Ich bin doch gerade schon bei dem Thema, Tamara. Du bist angehende Sexologin und jetzt gehen wir da irgendwie auf Entdeckungsreise. Ist das so ein bisschen die Idee dahinter? Wie sind wir darauf gekommen? Ja, voll. Also eigentlich hat es so ein bisschen über eine Blödelei angefangen, wenn wir ehrlich sind, Isa, oder? Ein bisschen geschwätzt und Ideen gesammelt und dann irgendwie haben wir gefunden, hey, es gibt so viele Gemeinsamkeiten in der Tierwelt und in der Menschenwelt und was man auf einer Safari erlebt und was es in der Sexologie alles zu lernen gibt. Da müssen wir etwas zusammen machen. Ja, genau. Ich möchte vielleicht noch kurz zusammenfassen. Sexari ist ein Wortspiel aus Safari und Sexologie. Und zwar gehen wir zusammen auf eine Entdeckungsreise, wo wir uns Fragen stellen, wie zum Beispiel, warum eine weibliche Hyäne einen Fake-Penis hat, Bavianen ihren Arsch verfärben und wir Menschen alles verdecken. Ich nehme an, das sind dann mehr solche Bildchen, die noch zeigen. Haben die irgendwelche Bavianen jetzt importiert oder Hyänen im Zoo irgendwie gebrieft, dass man die kann besuchen kann? Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Meldet man sich an und dann gehen wir zusammen irgendwo in Zürich Zoo? Oder wie läuft das genau ab, Isa? Also die Idee wäre eigentlich gewesen, dass wir das Jahr hätten wir das erste Mal im Juli 2020 wären wir auf eine Safari gegangen, wo Tamara dann mit abends auf Botswana gekommen wäre. Und wir hatten dort 6 Plätze gehabt, wo wir wirklich 10 Tage im Busch gewesen wären, im afrikanischen Busch. Wo wir dann die Tiere gesehen hätten live, dann Tamsi und ich gerade immer hätten können erklären, ich die Zeiten von der Tierwelt und Tamara natürlich von der Menschenwelt. Dann hätten wir auch so kurze Theorie-Sessions gehabt und natürlich einfach wirklich out of comfort zone hätten wir uns bewegt. Aber das hat ja leider jetzt das ja nicht können stattfinden. Also haben wir uns dann kurzfristig entschlossen, dass wir halt die Safari oder die Sexari in die Schweiz holen. Und jetzt haben wir wirklich vor 2 Wochen haben wir unseren ersten Sexari-Abend gehabt, wo wir in der Schweiz aber so machen werden, dass wir es immer Raum machen. Also das letzte Mal haben wir dafür bei AWA sein. Also in Zürich oder im Zürcher Oberland, wo wir immer Raum sind. Und Tamsi, vielleicht kannst du ein bisschen den Ablauf oder erklären, was wir machen. Ja, eigentlich kann man sich das vorstellen wie bei einem Vortrag. Also wir haben natürlich Bilder und wir führen wie durch den Obig durch. Sehr unterhaltend, verschiedene Gespräche. Und Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind einfach im Raum hinein. Aber sie müssen in dem Sinn keine Angst haben, dass sie jetzt irgendetwas machen oder so. Sie dürfen jetzt einfach geniessen, die 2 Stunden knapp mit uns unterwegs zu sein. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Isa eine gewisse Affinität hat zu wilden Tieren aufgrund ihrer Safari-Erfahrung. Aber du, Tamara, jetzt als Sexologin, wie kommt man darauf, irgendwelche Pavian-Hinterteile oder sonstige Geschlechtsmerkmale von Tieren zusammen mit Menschen zu verbinden? Ja, also man muss ja sagen, Tierfreundlichkeit oder Tierfan bin ich jetzt nicht der Grösste. Ich habe schon gerne Tiere, aber... Ja, sicher hat auch diese mehr Freude. Mich interessiert es eher so, wie verhalten die sich? Ist das beim Mensch ähnlich? Also ich mache immer die Vergleich zum Mensch und vor allem natürlich auch zu der Sexualität, zu den Beziehungen. Weil wie wir zusammenleben, das ist ja doch anders, als die das machen. Und jetzt kann man aber vorstellen, wahrscheinlich gibt es auch mehr Gemeinsamkeiten, ist auch, oder? Also wir Menschen so ein bisschen unterwegs sind, so ein bisschen in Gruppen, so etwas, ich glaube, 40.000 Jahre knapp, oder so, nicht irgendwie die ganze Menschheitsgeschichte. Und jetzt gehen wir so ein bisschen zurück in die Natur. Bist du inspiriert gewesen durch die Touren im Busch, Isa, wo du sagst, irgendwie, die Menschen verhalten sich plötzlich ganz anders, wenn es solche gewisse Situationen sind, und man wirklich ein bisschen Urinstinkt und lassen das jetzt irgendwie dort zusammen verbinden, oder wie ist das entstanden?
Also es war sicher so, ich habe ja, als ich meine Sachen verkauft habe in der Schweiz und als ich aufgegeben habe, habe ich eben bei der Themse mit meinem Mädchen am Boden einziehen. Und so ist das entstanden, als ich meine Safari-Guide-Ausbildung gemacht habe und erzählt habe am Abend, also wirklich ins Nachtessen, so, was ich gerade studiert habe heute. Und sie hat erzählt, was sie gerade gelernt hat, wo wir gemerkt haben, wie viele Parallelen. Und dann habe ich einfach gemerkt, wenn ich im Bus bin und auch mit den Gästen, dann kommt so ein gewisser Urinstinkt oder Trieb hineinführen. Und da finde ich es noch spannend. Ich habe eine andere Meinung, sage ich wahrscheinlich als Thames. Ich habe das Gefühl, wir sind viel mehr triebgesteuerter, als wir denken. Und Tamara bringt halt den Aspekt dann dort rein, ja, aber was heisst ein Mensch, seine Gesellschaft und Entwicklung weg von dem triebgesteuerten, wie es dir wäre? Und da haben wir halt sehr spannende Ansichten und Diskussionen. Also ich kann zum Beispiel ein Beispiel mal bringen. Wir haben darüber diskutiert, ja, was heisst denn auch Monogamie, was heisst Polygamie, wo findet das in der Tierwelt statt, ist das eine Überlebensform, warum machen wir Menschen das? Und dann hat Tamara ihre Aspekte reingebracht oder zum Beispiel gewisse Stellungen von Tieren, die eigentlich immer ähnlicher sind, Doggy-Style, wie findet das bei den Menschen statt und warum haben wir andere Stellungen? Und dort deckt dann Tamara ab, also meistens ist es so am Abend jetzt, am 6-Jahre-Abend, gehen wir wie auf Safari, wir sitzen dann im Auto miteinander, fahren los und sehen dann ein paar Tiere, die wir dann halt am Bildschirm projizieren. Ich mache dann das Intro und erkläre, was die Tiere gerade machen und wie die sich so sexuell verhalten. Und dann übernimmt Tamara und erklärt, ja, aber warte mal schnell, was passiert bei uns als Menschen? Und ist es für dich schwierig, Tamara, am Anfang solche die Parallelen zu ziehen? Oder ist es eigentlich einfach, weil der Mensch irgendwie auch ein Tier ist, vielleicht so ein bisschen im Grundgedanken oder Verhalten, oder zumindest was ein Trieb angeht? Ja, es ist immer noch lustig. Dass manchmal sind wir sehr ähnlich und dann irgendwie doch auch wieder nicht. Und man kann wieso das nicht so generell sagen. Aber das ist ja das, was interessant ist. Also dort, wo die Unterschiede entstehen, wo die Reibung entsteht, auch manchmal zwischen vielleicht der Isa ihrer Ansicht und meiner, dort entsteht ja etwas Spannendes. Und das ist ja dann auch interessant für die, die kommen, zu zuhören. Das heisst aber auch, es lebt ja im Moment ein bisschen vom Austausch und vielleicht von gewissen Sichtweisen, wo man versucht, das Gegenüber besser zu verstehen und allenfalls durch eine Metapher oder eine Parallele jetzt mit dem Tier- oder Menschenreich so ein bisschen versucht, das Ganze besser einzuordnen. Ja, und immer auch mit dem Wissen. Also so ein bisschen, was bewirkt denn das, wenn man sich zum Beispiel nochmal, wenn das jetzt von der Isa vorher, wenn man sich anschauen kann beim Geschlechtsverkehr, was passiert denn da? Welche auch andere Hirnströme fließen und so weiter, wie tut sich das beeinflussen? Das ist schon interessant. Ja. Bleiben wir ganz ein bisschen bei den Hirnströmen und vor allem so ein bisschen auch vielleicht, wie sich das digital entwickelt hat. Man wüsste ja grundsätzlich, dass die ganze Dopaminausschüttung und dementsprechend auch also Serotonin sehr stark beeinflusst sind durch unsere digitalen Signale, die aufnehmen. Hat das schon einen gewissen Einfluss auf unser Sexualverhalten oder so, wie wir unterwegs sind? Und gibt es da irgendwelche Studien, die das ein bisschen beweisen, jetzt mal abgesehen von der Pornografie, man muss schon wissen, dass es einen gewissen Impact irgendwo hat, aber auch sonst in unserer Gesamtwahrnehmung? Ja, also Sie haben jetzt da gerade eine Studie gemacht, eigentlich während dem Lockdown. So ein bisschen, wie wirkt sich das aus? Ja, was hat das für Beeinflussungen vom Menschen und sein Verhalten? Aber ich kenne das Resultat noch nicht, oder? Ich weiss nicht, was jetzt da rausgekommen ist. Vielleicht sind die Resultate auch schon rum. Ich weiss es nicht. Ich glaube, aber Digitalisierung ist für einen spannenden Aspekt, den wir auch aufgreifen bei den Sexari, beim Thema Verführen. Also an den Sexari selber schauen wir Themen an, wie zum Beispiel, was heisst eben ein Eisprung zum Beispiel auch, wie haben das Tier, aber ein grosses Thema ist auch die Verführung, wo wir sehr anschauen, die verschiedenen Tiere, aber auch bei den Menschen und Technologie ist dann natürlich für die Menschen schon ein Thema. Und auch die Digitalisierung, dass wir so anders verführen. Also nur schon die Vorphase von bis zum Beispiel Sex entsteht, von der Verführung selber, hat sicher einen grossen Einfluss. Weil das haben ja die Tiere zum Beispiel dann ja nicht. Dann als Gegenvergleich. Es ist ganz spannend, dass du das erwähnst, Isa. Ich weiss, du bist ja zum Beispiel auf TikTok unterwegs und buchst so ein bisschen als Spielweise in dem Moment. Vielleicht ist es schon aufgefallen, vielleicht auch nicht, aber vor allem so ein bisschen im amerikanischen, nordamerikanischen Umfeld, wenn jüngere Damen sich eher präsentieren in dem Moment und sozusagen ihre sekundären Geschlechtsmerkmale präsentieren auf TikTok, dann gibt es sehr viele junge Männer, die solche kommentiert fragen, the pre-Safari has changed. Ja, also heisst, auch in TikTok wird zum neuen Pre-Safari, so zur Entdeckung und so ein Vorverführen, das jetzt auf diesen Kanälen stattfindet. Isa, du nickst, erlebst du das gerade ähnlich oder wie ist das deine Wahrnehmung diesbezüglich?
Also ich kann sagen, TikTok selber sehe ich jetzt noch nicht, oder ich weiß nicht, bei mir der Feed oder was auch immer, wie man das nennt, wird nicht so angezeigt, natürlich jetzt mit halbnackten Frauen, auch nicht mit halbnackten Männern. Aber was ich extrem merke, ist, seit dem Lockdown muss ich echt sagen, dass auf Instagram und auf den anderen sozialen Medien wird das wie so ein bisschen genutzt als, sage ich mal, Tinder-Ersatz oder auch, ja, werde ich extrem angeschrieben von wirklich manchmal auch ein bisschen deplatziert, wo ich merke, dass die digitalen Medien schon auch als Tool zur Verfügung oder als Tool zum Daten genutzt wird, wo halt wirklich, da unterscheidet mir riesig, oder, dass so etwas hat das Tier nicht. Das sind wir auch, das ist sehr verdeckt. Wir reden auch vieles über den Mensch, macht viel verdeckt, Tier macht vieles offensiv. Der Unterschied ist auch da wieder sehr interessant zum Ziehen, oder, und das Anonymen und wo stehe ich denn mit dem Gesicht oder mit der Persönlichkeit her und wo nicht, oder, das ist auch nochmal sehr interessant zum den Einfluss auch sehen, sicher von Digitalisierung im Thema Mensch und Tierwelt sicher, also Tierwelt, was nicht vorhanden ist, wenn man das anschaut. Und wir probieren ja eigentlich auch ein bisschen einen Gegenpol zu setzen. Sinn sind extrem wichtig. Nur schon, sagen wir, unsere Haut als oberflächliches Organ kann extrem viel aufnehmen oder wahrnehmen. Und das kann sie nicht über die digitalen Medien. Also wir gehen da eigentlich recht eine analoge Sache oder einen analogen Weg, wo wir auch die Sinn brauchen. Klar, jetzt mit diesem Vortrag können wir das natürlich nicht gleich machen, wie wenn wir wirklich in der Natur wären. Aber da gehen wir wie ein bisschen einen Schritt zurück. Das ganze digitale Thema ist eigentlich jetzt bei uns nicht wirklich aktuell gewesen, weil, ja, weil wir uns ja gesehen haben. Heisst aber natürlich auch ein bisschen Gegenpol, du hast vorhin gesagt, ist so die digitale Oberfläche, wo sie sagen, wie die Haut ersetzen tut, die erlaubt dir dementsprechend relativ direkt zu den Leuten durchzudringen. Ihr fahrt aber den Ansatz und sagen, nein, lass uns wieder mal so ein bisschen Sinn ausschärfen, ein bisschen analog reinzukommen, wieder mal bewusst zu sein, was heisst das überhaupt, was heisst Verführung, was heisst die Wahrnehmung, was löse ich aus, woher kommt das Ganze. Ist das etwas, was unserer Gesellschaft grundsätzlich zu kurz kommt? Ich weiss nur, wo ich aufgeklärt worden bin damals, ist weder das Thema Digitalisierung ein Thema gewesen, noch irgendwie Sexualität im Vordergrund gestellt worden. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch viele Besucherinnen und Besucher von eurer Sexari da plötzlich ganz neue Welten entdecken und unter Umständen so ein bisschen wie verloren sind zwischen ihnen. Wo geht es jetzt irgendwie weiter? Also ich glaube, zum Thema Aufklärung würde ich dann den Themse gerne überlassen. Das Thema Sinn nehme ich gerne auf. Das ist auch ein Aspekt, den ich natürlich besprochen habe mit der Themse, weil für uns ist so ein Slogan der Busch oder der afrikanische Busch mit allen Sinn erleben. Und das merke ich ja, darum bin ich auf Afrika, weil ich sage, ich habe keine Ahnung, erstens mal, was ist mein Überlebensinstinkt und zweitens mal, meine Sinn wieder mal brauchen, dass ich wirklich muss hören, dass ich muss schmücken und nur so überleben kann. Und als ich dann heimgekommen bin mit der Erfahrung und dann, dass der Themse mit ihr geredet hat, ist das genau der Punkt gewesen, wo wir auch gemerkt haben, den hat man vielleicht manchmal auch in der Sexualität verloren. Nicht alle, aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, oder? Ich glaube, Themse, jetzt darfst du sonst... Ja, ich wollte anfügen, die Verführung ist wie viel mehr als einfach nur über die Augen. Also auch, wie ich etwas sage mit der Stimme, das kann ich natürlich digital noch machen, oder wie ich einen Text schreibe, aber es beinhaltet noch viel mehr. Also auch der Geruch, die Art, wie ich mich bewege, wie ich laufe, was ich für einen Stoff trage, oder eben auch die Fantasie. Also mal jemandem vielleicht die Frage stellen, hey, was denkst du, was habe ich heute darunter an? Das ist ganz anders als immer übers Auge alles wahrzunehmen, obwohl das Auge natürlich auch sehr wichtig ist. Aber wieso die Vielfalt von den Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, dass wir die erstens kennen und dann auch anfangen zu nutzen und die Spielwiese wird dann einfach viel grösser. Wir haben dann nicht mehr nur die Auswahl von einem Spiel, sondern wir können variieren. Und das macht das Ganze ja auch spannend. Gerade wenn wir daran denken, dass viele Personen sagen, ja, irgendwie schläft es so ein bisschen ein, es bleibt nicht spannend, es wird langweilig. Also gerade wenn man so ein bisschen diesen Aspekt anschaut. Und nachher zu der Prävention, das ist natürlich heute schon ein bisschen anders als damals, wo du vielleicht aufgeklärt worden bist in der Schule. Also all das Digitale ist sicher ein Thema in der Prävention. Und gleich ist es so, dass ich behaupte, es braucht immer noch mehr. Also, ja, Lehrpersonen oder auch die Eltern können nicht immer überall Profis sein und es hört nicht auf mit der Schule.
Also das wissen wir ja selber, wir haben in der Schule nicht alles gelernt, was wir brauchen für die Welt. Und darum ist die Sechsjährige gerade eine gute Möglichkeit, auch für jemanden, sagen wir jetzt zwischen 20 und 60, noch etwas dazu zu lernen. Das ist wie nicht fertig dann. Ja. Das finde ich, das haben sie bei dir so schön, den Satz, wo du einmal sagst, es ist so, eigentlich tust du durch das Menükarte erweitern. Und das finde ich mega spannend. Es sind so Sachen, wie, wo ich plötzlich neue Erkenntnisse habe und merke, ich verstehe meinen Körper und warum ich genau funktioniere oder was, welches Organ ist für was oder was für eine Funktion und kann es so wie besser einsetzen. Und ich glaube, was mega schön ist an der Sechsjährigen, kann ich wirklich sagen, jetzt auch die Feedbacks, die wir bekommen haben, ist gewesen, durch das, dass wir die Verbindung zu den Tieren machen und immer so wie die Introduction oder irgendwie so die Vorstellung fängt mit dem Tier an, ist auf eine gewisse Distanz. Und so kannst du Fragen stellen, die nicht immer gerade nur auf dich bezogen sind, sondern du kannst wie so ein bisschen über das Tier oder vielleicht andere Themen Fragen stellen und du wirst einfach kompetente Antwort bekommen, wo wir wirklich, glaube ich, so wie wir es jetzt gehabt haben und in Zukunft werden haben, glaube ich, hast du selten eine Chance zum Fragen stellen oder plötzlich Sachen lernen und merkst so, oh wow, ich habe null Plan gehabt, wie in dem Fall mein Penis oder meine Vulva funktioniert. Ja, was auch interessant war, ist der eine, die wo gekommen ist an der Sechsjährigen-Obig, wo er gesagt hat, ja, es sei noch gut jetzt, wo er so viele Erfahrungen schon hat, das einmal von dieser Seite zu beleuchten, als dann, wenn man als Jugendlicher oder jungen Erwachsenen gar noch nicht so viele Erfahrungen gemacht hat. Ich meine, das verändert dann auch alles wieder. Und du hast ja vorher gesagt, Tamara, dass das grösste Sinnesorgan, vielleicht das grösste Geschlechtsorgan im Moment als die Haut, oder, wo einerseits so ein bisschen fungiert, oder das zweitgrösste ist wahrscheinlich das Hirn in dem Moment, wo man oftmals so ein bisschen unterschätzt, was das kann auslösen, eben einerseits in Gedanken, mit Hören, mit der ganzen Umwandlung und so weiter. Bleiben wir doch gerade ein bisschen bei dieser Inspiration, wo du jetzt angefangen hast, was sind so ein bisschen so typische Themen oder allenfalls Sachen, wo euch die Leute im Vorfeld oder im Nachgang so ein bisschen sagen, oh, hätte ich jetzt nicht gedacht oder ist jetzt etwas Neues für mich? Gibt es so ein bisschen ein, zwei Geschichten aus dem echten Leben, wo die Leute vielleicht überrascht sind oder etwas Neues gelernt haben? Isa, du schmunzelst schon. Ja, ich schmunzel einfach, weil ich sage immer, das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn deine Kollegin eine Sexologin ist. Weil ich kriege so viele, also wirklich regelmäßig Anfragen, wo mit Leuten etwas schicken, kannst du sie mal fragen. Und ich habe mittlerweile gemerkt, ich leite das weiter oder sie sollen es gerade bei ihr erklären. Oder weil sonst ist es immer so aus zweiter Hand und ich habe irgendwie dann einen halben Hut von einer Sexologin, obwohl ich eigentlich keine Fachkompetenz habe in diesem Bereich. Das ist sicher wichtig zum Abgrenzen. Ja, das erlebe ich halt oft und darum merke ich schon, dass da viele Themen herum sind und Fragen auch, wo man sich irgendwie doch nicht getraut. Also ich kann jetzt mal sagen, die Frage, die mir gestellt werden, ist zum Beispiel, scheiße Mann, er ist mega heiß, sie haben rumgemacht, ich habe das Gefühl, er ist auch parat, aber er hat einfach keine Erektion bekommen. Liegt es an mir, frage sie mal. Oder zum Beispiel eine Kollegin hat mir geschrieben, hey, wenn ich mit mir selber irgendwie ein Vorspiel habe oder mit mir selber Sex und so sagen, dann habe ich super Orgasmen, aber wenn ich mit einem Partner Sex habe, dann komme ich einfach nicht. So Themen. Ja, und was wirklich auch viel der Fall ist, ist so das ganze Lustthema. Keine Lust haben in längeren Partnerschaften, wie auch immer, nach Familiengründung und so weiter. Und auch halt wirklich immer noch das zu früh kommen. Also, oder auch die Ansprüche zu haben. Ja, das sind schon viele Themen, die kommen. Aber jetzt nicht unbedingt eigentlich an unserem Sechsjährigen-Obig gerade direkt angesprochen werden oder so. Weil das wäre ja dann schon fast eine 1-zu-1-Therapie. Und das machen wir ja nicht. Ja, also am Abend wird sicher, was für Fragen das gekommen sind oder so Aha-Erlebnisse waren, wo Tamara zum Beispiel den Penis erklärt hat, dass die Männer plötzlich so gesagt haben, oh, ich habe keinen Plan gehabt. Dass sie plötzlich so realisiert, so, ah, okay, so würde er funktionieren. Oder Tamara geht dann extrem auch darauf hin, natürlich, wie er aufgebaut ist. Und ich meine, unsere Vulva als Frau, das Organ, ich habe keinen Plan. Ich könnte sie nicht zeichnen, ich habe keine Ahnung, wie Klitoris aussieht und das Gleiche passiert auch zum Beispiel bei der Tierwelt, dass man gar nicht weiss, aha, Tiere zum Beispiel verhalten sich so und so, nicht alle immer gleich. Wir haben immer das Gefühl, Tiere zum Beispiel verhalten sich alle gleich. Das ist auch nicht so. Also, ja, Themen, aber vielleicht haben sie, können wir noch schon ansprechen, die wir ein bisschen abdecken, ist sicher auch eben das Thema Lust, Vorspiel, Verführung, Erektionen. Aber es ist mehr so ein Basiswissen, ja, wo wir eigentlich
Und nicht in dem Sinn, dass wir jetzt auf eine Frage so sehr lange eingehen und dann irgendwie die Person probieren zu therapieren oder irgendwie so. Das geht ja gar nicht. Also, das würde auch den Umfang völlig sprengen, sondern es ist wirklich so das Basiswissen, das wir vermitteln. Und ich natürlich dann auch hoffe, dass du da so wie neue Steine ins Rollen gebracht werden und vielleicht der Person dann anfängt, über das nachzudenken oder ja, sich dann wie weiter informiert. Es geht wirklich so ein bisschen ins Entdecken und mal so die ganze Bandbreite, mal zumindest ein bisschen abtasten, nehme jetzt mal an, zum Allerfalls auch vielleicht gewisse Vorurteile oder gewisse Annahmen ein bisschen aufbrechen können. Und dann eben die Entdeckungsreise fängt ja eigentlich erst an in dem Moment, oder? Ich meine, ich kann mir vorstellen, Isa, du so ein bisschen als Erfahrung-Guide merkst ja, dass viele Leute erstmal sehr neugierig sind oder was sie erfahren gehen, dann den Reality-Check haben und sagen, oh mein Gott, das ist ja das und das. Die einen sind vielleicht eher so ein bisschen, dann, uff, nein, das haben wir nicht so vorgestellt, ich will romantisch im Zelt und ohne Käfer und Zeug und Sachen. Und die anderen sagen, nein, unbedingt, endlich, ich habe wieder einen Instinkt weg und jetzt komme ich wieder und wieder und wieder. Ist das so ein bisschen auch die Intention, was sagen allenfalls? Man kann dann auch eben wieder mal kommen und ein neues Thema entdecken. Habt ihr euch da wirklich auch Gedanken gemacht und sagen, es ist nicht ein One-Off, es ist wirklich etwas, wo man gemeinsam auf eine Reise geht und vielleicht so eine gemeinsame Entdeckungsgeschichte macht? Ja, also wir haben, es ist mega interessant gewesen. Also einerseits ist ja das genau das Thema auf Safari, bist aus der Komfortzone, weil du den Luxus nicht hast. Und beim Thema Sexologie oder Sexualität bist du auch... aus der Komfortzone. Ja. Genau, und das ist so das, was wir anspielen, was wir die Leute auch abholen, oder? Was wir jetzt auch gemerkt haben, das Feedback war, es war so interessant gewesen, wir hätten im Fall noch Interesse für die und die Frage. Wenn ihr nochmal einen Abend macht, schreibt, wir kommen gerade nochmal. Also es ist so echt toll gewesen, das Feedback, und wir haben gemerkt, okay, das ist wirklich so mal, sag ich mal, der Anschnitt und so ein bisschen das Allgemeine. Und nachher müssen wir wirklich noch ein bisschen tiefer gehen und vielleicht nochmal nachfragen, was genau wollen wir hören. Sie, vielleicht kannst du schnell erzählen, das ist super spannend. Und ich fand, nach dem Vortrag haben wir fast eine Stunde lang einfach so eine Fragerunde eigentlich gehabt, die noch dazugehört hat. Ja, also dort hat man einfach gemerkt, dass es wirklich funktioniert hat mit dem Gedankenanstoss, wo ja auch unser Ziel ist. Also einmal etwas von einer anderen Sicht anschauen oder mit einem neuen, kleinen Input irgendeinen Gedanken anregen. Das sind nachher dann schon Fragen gekommen, wo ich jetzt auch nicht erwartet hätte, dass man dann gerade so direkt fragt, hey, aber wie ist das mit der Erektion? Warum funktioniert das mit Viagra manchmal doch nicht? Und so weiter. Also das ist dann schon sehr in die Tiefe gegangen, wo man auch gemerkt hat, eben die zwei Stunden, du kannst wie nicht alles abdecken. Aber durch das, dass wir nachher am Schluss noch ein bisschen geblieben sind, hat sich der Raum ergeben. Und ich glaube, wenn wir auf Reise wären, wäre halt das Spannende, oder? Dann könnte man sich auch wirklich Zeit nehmen, um mal ein Thema noch ein bisschen weiter besprechen. Das sind ja wahrscheinlich auch so die Lagerführgespräche oder die Gespräche, die entstehen, wenn sich ein gewisses Vertrauen aufbaut, ist der Moment dieser, oder? Nehme ich jetzt mal an. Ja, also ich war schon mega erstaunt gewesen, dass am Sexariabend die Leute sich alle nicht kennt, dass die so offen gewesen sind überhaupt. Aber wir haben nachher auch gefragt, wie es hat es möglich gemacht, dass ihr so offen darüber reden könnt. Und sie haben gesagt, eben durch das, dass du zuerst wie das Tierthema hast und den Abstand. Aber durch das, dass wir, ich glaube, Tamsi und ich, wir kennen uns seit mehr als 20 Jahren. Es macht so viel aus, dass wir so ein eingespieltes Team sind, dass wir einfach die gut sympathische, ich glaube, offene Stimmung angebracht haben. Ich muss aber dazu sagen, Tamsi, wo sie am Anfang da so ein bisschen den Penis erklärt hat und all die Wörter, bin ich schon ein bisschen so da gesessen, also gemerkt, so, ich habe zwei, drei Mal mich zusammennehmen müssen und ich gemerkt, okay, es ist auch noch eine Entdeckungsreise für mich, um mehr mich wohlfühlen mit all diesen Begrifflichkeiten und über Sexualität so in der Öffentlichkeit zu reden. Vor allem so plakativ reden können, ohne dass du irgendwie so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand machst und so ein bisschen im Giggeln bist, oder in dem Moment, ja. Für dich, obwohl, wir haben natürlich schon viel gelacht. So ist es ja nicht. Ja. Also, das gehört auch dazu. Also, ich meine, manchmal da verklopft es halt einfach und dann lacht man eine Runde. Ja, also, so ist es, ja. Wie beurteilst du, Tamara, so ein bisschen im Rahmen von deiner Ausbildung so die Offenheit von, ich sage es mal, Schweizerinnen und Schweizer, was so das Thema angeht? Sind wir da je nachdem wahrscheinlich altersmäßig unterschiedlich oder wie du aufgeklärt worden bist, aber wo stehen wir? Was würdest du sagen, so ein bisschen State of in der Schweiz? Wo? Also ich kann natürlich nicht vergleichen. Ich lebe jetzt nicht im Ausland, auch noch gleichzeitig, wo ich das könnte machen. Was ich sicher kann sagen, es ist, jeder Mensch interessiert irgendwie. Also
Sexualität ist ein Thema. Jeder, auch derjenige, der das studiert oder doziert oder wie auch immer, hat Fragen. Also es ist wie für alle interessant. Und ich finde, man kann nicht generell sagen, die Leute sind verklemmt oder sie sind es nicht. Es ist ja auch nicht so, dass es wie ein richtig und ein falsch gibt. Also muss jetzt auch nicht jeder in dem Sinne eine offene Beziehung führen. Wenn man jetzt das als Beispiel nimmt, was man sicher noch lernen oder wo ich finde, das ist ein Ziel für alle, dass wir einen Wortschatz haben, um überhaupt darüber reden können, wenn wir es dann wollen. Ich glaube, dort sind wir unterwegs, aber das Ziel haben wir noch nicht erreicht. Mhm. Und wenn man so eine gemeinsame Sprache mal vorstellen, für die, was dann betrifft, also partnerschaftlich oder freundschaftlich oder in welcher Konstellation sich dann das zusammentut. Genau. Wenn man so ja, bisschen, ja, Lisa? Sorry, ganz schnell. Wenn man das auch anschaut, ist das, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Thema, das Tamara und ich möchten angehen, dass man das vielleicht auch ein bisschen salonfähiger macht, sage ich mal. Und das merken wir ja beide schon. Wo wir gestartet haben, hat es extrem geheißen, oh, super spannend, cool. Und dann haben wir gesagt, ja, komm doch. Und dann, dort hast du schon noch gemerkt, so, ja, ich weiss jetzt nicht, in den Raum sitzen und wir haben auch extrem viele verschiedene Produkte, sage ich mal, Zyklen durchlebt, wo wir zuerst gesagt haben, eine Woche, dann ein Wochenende, dann sind wir auf einen Abend runter, wo wir es wie so Herr und Frau Schweizer müssen schmackhaft machen, so, hey, es ist ein Workshop und nicht einmal ein Workshop, es ist ein Themenabend und sie dürfen Kunden nichts sagen oder eine Übung machen, wenn sie nicht wollen oder so. Also wir müssen schon noch, es ist interessant, dass es für mich aus Marketing-Sicht so, das Baby zu gebären, ist schon noch ein bisschen grösser als sonst einfach ein Safari verkaufen. Und das merke ich schon. Aber jetzt, ich muss ich sagen, seit wir das erste Event durch haben, haben wir jetzt wirklich schon etwa 20 Leute auf der Warteliste für die neuen Termine. Cool. Also echt, jetzt habe ich das Gefühl, so ein bisschen langsam kommt es. Und das ist sicher ein Anliegen von der Themsi und von mir. Also vor allem, denke ich, Themsi noch mehr, um über das Thema Sexualität auch ein bisschen zu reden. Mhm. Und es ist eben schon so, wie wir vorhin gesagt haben, es sind zwei Komfortzonen, die man wie ein bisschen muss überwinden muss. Mhm. Und ja, da braucht es halt schon auch, es ist, ja, die Leute müssen ein bisschen Vertrauen haben in uns, sage ich einmal, dass sie da gut aufgehoben sind an diesem Abend und eben, dass es in dem Sinn ist wie jeder andere Abend auch. Also wenn ich an einem Vortrag gehe zum Thema, keine Ahnung, Gewaltprävention oder zum Thema Autofahren, dann ist das etwas gleich, müsste man meinen. Also es ist vor allem bei so Themen, alle machen es. Keiner weiß, wie richtig und die Erfahrung schärft so gewisse Verhaltensweisen. Autofahren ist ein super Beispiel, oder? Ich glaube, es betrifft die Sexualität auch, oder gewisse Leute sich gewöhnt sind. Ich mache es jetzt immer so, ob jetzt mir selber oder bei jemand anderem. Und dann bist du wie festgefahren. Jetzt, das ermöglicht natürlich auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein unverfängliches Herantasten und ein bisschen schauen, wie das ganze andere noch machen tun. Jetzt ist es gesagt, in der Marktentwicklung, oder hast du mir feststellen, dass es für Schweizer und Schweizer oftmals schwierig ist, etwas zu verstehen, was man so nicht kennt. Ist es auch eine Variante, dass man uns Exaren buchen kann und sagen, hey, schau, ich frage meine besten Buddies oder irgendwie mit zwei, drei Bärchen zusammen oder was auch immer und man kennt uns zumindest schon ein bisschen und geht mal her und wissen zumindest, es sind keine fremden Ideen. Ist das etwas, was ihr anbieten machen oder anbieten? Ja, also es ist wirklich, ich finde es super spannend, weil es ist alles möglich mit dem Baby. Es ist wirklich, wir haben Anfragen wirklich sogar von zwei Bärchen bekommen. Sie würden es gerne als Bärchenabend haben, das machen wir gerne auch. Wir haben jetzt so gemerkt, dass Interaktionen mit der Gruppe können stattfinden oder wirklich auch ein bisschen die persönliche Basis ist so, 6 Teilnehmer bis max 10, aber dann sind wir schon wirklich, dann müssen wir es anders aufteilen und ein bisschen anschauen. Wäre ideal. Wir bieten eigentlich da wirklich auch personalisiert. Also wenn es zum Beispiel ein Thema gibt, das jemand super spannend findet. Wir haben sogar jetzt eine Anfrage bekommen von einem lesbischen Verein, ob wir auch würden für natürlich ihr Thema das mal angehen. Also es ist eigentlich keine Grenze gesetzt, weil du kannst alles verbinden. Es gibt auch alles in der Tierwelt. Also es gibt die Vorkommnisse in der Tierwelt und von dem her sind wir sehr offen und machen das natürlich auch gerne. Wir sind zusammen mit Firmen am Anschauen, die mal haben, die sind wirklich so sehr fortschrittlich gewesen, so ein reines Herrenteam, das das mal wollte, als Firma Anlass machen im Dezember. Also wir sind da völlig wirklich noch offen, haben jetzt auch mega viel gutes Feedback bekommen, sind jetzt ein bisschen am Ausselektieren. Wir sind jetzt auch am Ausselektieren mit diesen 20 Leuten, welche Daten.
Und so wie es aussieht, werden es jetzt die Freitagabend am 6. oder und am 20. November sein. Also das können wir sicher schon mal sagen. Wir kommunizieren dann nur mal genau, wie, wo, was. Aber da sind wir jetzt dran. Ja. Und auf die Safari natürlich nächstes Jahr. Die haben wir auch wieder geplant. Da dürfen natürlich auch gerne kommen, die ganze Woche. Die findet vom 21. Juli bis zum 2. August 2021 statt, je nachdem, wie sich natürlich Covid entwickelt. Und dort ist Tamara dann auch dabei und erklärt uns, wie das Ganze funktioniert. Natürlich. Können wir sehr schon, gerne. Das ist sehr cool. Können wir schon langsam so ein bisschen zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich würde gerne so ein bisschen auf einer positiven, humoristischen Note das Ganze ein bisschen abschliessen und vielleicht euch zwei bitte fragen, was ist euer so ein tollste, positivste Erlebnis, vielleicht auch das Kurioseste, das ihr könnt teilen könnt. Einerseits jetzt in Bezug auf, nicht unbedingt auf die Sexare, aber grundsätzlich vielleicht bei dir ist auf das Thema Safari und bei dir, Tamara, so ein Fun Fact auf das Thema so Sexualität. Haben Sie so leicht schnell anfangen, oder? Ja, ich muss schnell studieren. ja, bei mir so Fun Fact. Ich kann es so schnell gleich verbinden mit der Sexualität. Auf Safari so ist etwas, wo, wenn man im Busch ist und wenn ich so im Trip bin, irgendwie zwei Wochen weg von der Zivilisation in dieser Kleingruppe und wirklich draußen und es gibt nur Tiere und uns und die Wildnis, nennt man das so Kaki-Fieber. Das ist so ein bisschen, wenn du eigentlich langsam merkst, okay, ich brauche wieder Sex, da ist alles so wild, so roh, so die animalischen Triebe vorkommen. Also, so das entdecke ich schon, die Urtriebe, die plötzlich bei mir wieder wach sind. Das ist schon ein interessantes Thema. Danke. Ich würde sagen, mein Fun Fact ist, oder meine Fun Fact Frage, vielleicht an dich, Roger. Wann, in welchem Alter hat man die erste Erektion? Ich glaube, bei mir war es damals auf einer Rutsche. Und zwar, als ich den Bauch durchabgerutscht bin. Wahrscheinlich etwa 4, 5, hätte ich jetzt gesagt. Was ich mir mal erinnere. Also das ist vielleicht die erste, die du dich magst erinnern. Aber man kann das also nachweisen, dass das bereits im Mutterleib der Fall ist. Habe ich sehr erstaunlich gefunden. Und natürlich auch bei Mädchen, also das Einflüssen vom Blut in die Vulva. Auch das findet schon vorgeburtlich statt. Sozusagen ein Vorfunktionstest. Ganz genau, wie alle anderen Reflexe auch. Sehr cool. Liebe Tamara, liebe Isa, mir hat es sehr viel Spass gemacht. Danke mal fürs Einblicken in diese spannenden zwei Themen. Ich hoffe, ihr habt ganz viele tolle Erlebnisse in Zukunft in Safari und Sexari. Ich übergebe euch zwei gerne das letzte Wort. Bitte, liebe Isa, Tamara, the stage is yours. Ja, also ich kann nur sagen, wir haben riesig Lust, um die Sexari weiterhin zu machen. Und freut uns natürlich um alle, die auf die Entdeckungsreise möchten kommen, wo es auch, dem sie sagt, immer Wissen ist Macht. Und vielleicht, dem sie kannst du mal schnell du da noch etwas dazu sagen. Ja, sicher. Nehmt euch die zwei Stunden. Überlegt euch, wie viel habe ich schon in berufliche Weiterbildungen investiert. Dann könnt ihr jetzt mal etwas investieren in euer Privatleben. Es lohnt sich, definitiv. Liebe Tamara, liebe Isa, herzlichen Dank und hoffentlich bis bald mal wieder. Danke dir vielmals. Merci vielmals für die Möglichkeit.